Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück in Karthago im Jahr 461. Und das sage ich immer so einfach, diese Jahreszahl. Aber im Let's Play habe ich es noch gar nicht erklärt. Das ist natürlich nicht die Jahreszahl vor Christus, wäre merkwürdig, weil sie ja ansteigt. Nein, es ist die Zahl ab Urbe Condita, also ab der Gründung Roms. Nach unserem Kalender wären wir im Jahre 293 vor Christus. Vielleicht sage ich das jetzt immer. Guck vorher hin und dann passt das vielleicht ein bisschen besser. So, das musste einfach mal erwähnt werden. Wir haben jetzt den Plan, hier Sizilien in Gänze zu besitzen. Dazu müssen wir Sikulien angreifen. Dazu wiederum brauchen wir einen Anspruch und dazu wiederum brauchen wir 180 Redekunst. Das heißt, wir müssen etwas warten, vielleicht so knapp ein Jahr. Dazu kommen wir gleich. Bis dahin, ich habe mir überlegt, ich werde jetzt regelmäßig mal über unsere Provinzen ein bisschen sprechen, die wir haben und inwieweit wir die weiterentwickeln können. Und wir fangen mal an mit der Hauptstadtprovinz, die wir zwar schon mal besprochen haben, aber mir sind hier noch so ein paar Sachen aufgefallen. Als erstes, was ich ein bisschen merkwürdig finde, wir haben in der Stadt Karthago ja durch unsere Sklavenaktion zweimal Farben. Wir haben in Karpes einmal Farben, macht dreimal Farben. Eine Farbe handeln wir weg, sehen wir hier in die Provinz Westliches Delta. Es müssten aber immer noch zwei Farben übrig bleiben und damit einen Überschuss. Den haben wir aber nicht. Komisch, weiß ich nicht, womit das zusammenhängt. Ich werde aber diesen Handel ins Westliche Delta einstellen. Ich will jetzt lieber hier diesen Überschuss haben, der uns Produktion von Bürgern plus 5% gibt, statt 2,5% durch den Export. Und das gleiche gilt für Holz. Da habe ich meines Erachtens einen Fehler gemacht. Das wollte ich nicht raushandeln. Auch hier würde ich gerne den nationalen Überschussbonus haben. Plus 10% Trirem-Disziplin. Das heißt, das machen wir jetzt erstmal. Wir werden hier in der Handelsübersicht das beenden und das beenden. Und ihr seht es, hier haben wir jetzt diesen Hauptstadtüberschuss. Soweit dazu. Was kann man noch zur Provinz Karthago sagen? Wir werden natürlich weiter ausbauen, noch die Märkte, da wo viele Bürger sind. Und wir werden ansonsten Kornspeicher auch mal ausbauen, um hier das Bevölkerungswachstum noch weiter zu stärken. Und was ich in Karthago auch noch machen will, in der Hauptstadt, wenn wir hier wieder ein freies Stadtgebäude bauen können, dann würde ich gerne hier noch eine Festung erweitern. Denn Karthago sollte meines Erachtens gut befestigt sein. Die Hauptstadt sollte sicher sein. Und ansonsten, das gehört ja auch immer dazu, diese Gouverneurstrategie, Handel fördern ist auf jeden Fall richtig hier, denn hier geht es vor allem um die Handelsrouten und um den Hauptstadtbonus. Also das kann bleiben. Okay, die nächste Provinz nehmen wir uns in der nächsten Folge vor. Jetzt wollen wir erstmal weitermachen. Ein paar Sachen oder ein Hinweis habe ich noch bekommen. Und zwar, hier könnte ich ja mal diese Zielsetzung ausprobieren bei den Flotten, Flotte jagen. Vielleicht klappt das ja, dass die automatisch jetzt die Piraten jagen. Müssen wir mal sehen. Vielleicht haut das hin. So, dann habe ich gesehen oder habe mich erinnert, dass hier unser Anführer, der Sufet Adonibal, dass der ein ziemlich guter Krieger ist. Und der, ich denke, der wird jetzt die Führung über diese Armee hier übernehmen. Gisco Matanit führt sie bisher, 53. Den werden wir austauschen, 7er General. Mich würde aber mal interessieren, ob das seine Loyalität jetzt irgendwie massiv runterbringt. Schauen wir mal. Ja. Also er führt jetzt die Armee und jetzt gucke ich einfach mal, wie finden wir den am besten. Nach Name sortieren, Gisco hieß er und dann nur Männer anzeigen lassen. Gisco Matanit. Loyalität? Nö, er ist irgendwie nicht sauer geworden. Also das Entlassen aus Ämtern bringt offenbar irgendwie keinen Loyalitätsmalus. Aber er ist jetzt für 12 Monate nicht einsatzbar. Man kann also jetzt nicht einfach ihn zu einem Flottenadmiral machen, was ich ein bisschen ein komisches System finde. Wenn man einfach nur Admiräle zwischen Armeen austauschen will, geht das nicht so einfach. Man muss aufpassen, dass man sie dort nicht entlässt. Ich gucke mal, wir haben hier einen ziemlich schwachen Mann, ob wir nicht hier doch noch einen besseren haben. Haben wir aber nicht, nur Dreier und so weiter. Aber wenn die Zeit abgelaufen ist, dann können wir Gisco zum Anführer hier dieser dritten Flotte machen. Soweit so gut. Wir brauchen bestimmt ein Jahr, um den Anspruch zu haben. Deswegen werden wir diese Söldner hier entlassen. Und ihr geht mal hier aus dem Gewaltmarsch raus und werdet hier in die Schiffe gehen und von
dort bringen wir euch dann direkt mal nach Sizilien, um dort schon mal Stellung zu beziehen für den kommenden Krieg. So, wo fahrt ihr hin? Fahrt mal hier hin. Und was sehe ich hier? Wir haben verachtete Familien. Muss ich nochmal kurz gucken, ob irgendwas Wichtiges. Die Galit, massiver Galit, ist einfach nur Oberhaupt. Das ist kein Problem. Ja, nee, die stören nicht. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen oder uns drum zu kümmern. So, wir bekommen ein Einkommen von 15,5. Wir waren schon mal deutlich besser. Was haben wir hier? Akola bittet, Fisch aus Südsardinien zu importieren. Das ist okay. Wird angenommen. Erhöht damit wieder unser Einkommen. 16,29 jetzt. Interessant ist, Südsardinien hat ein höheres Handelseinkommen. Weitaus höheres als Karthago. Karthago ist richtig zurückgefallen. Zeugitana ist sehr stark. Wow, das wundert mich wirklich. So, wir haben jetzt hier Festung gebaut. Das ist auch in Sardinien und in Messana. Zwei wichtige Festungen, die uns hier helfen werden. Vielleicht sogar schon bei diesem Krieg. Weil sie verhindern im Prinzip, wenn jemand hier rüberkommt, dass er dann gleich weiterlaufen kann. Normalerweise. So, wie gehen wir dann hier vor gegen diese 14.137 haben wir schon? Ich glaube, man könnte versuchen, mit zwei Armeen sie direkt anzugreifen. Das wird mit, ja, das wird mit Verschleiß ziemlich verbunden sein. Oder man ignoriert erstmal die Armee und geht einfach gegen die Festung. Ich denke, letzteres werde ich unternehmen. Wir gucken mal, wir können sie hier stationieren. Gewicht 17, 18. Okay, hier ist das Versorgungslimit, ist hier in den Bergen sogar höher als da unten. Finde ich ein bisschen merkwürdig. 25,9, 18. Wie kommt das denn eigentlich? Warum ist das hier so stark? Besitzer, ne, das sind wir, Basis. Welche Modifikatoren sind hier nicht? Das interessieren wir jetzt mal. Zivilisationswert, Stadtbevölkerung, Stadt. Okay, die Stadtbevölkerung ist hier deutlich geringer. Okay, weil hier ganz viele Sklaven sind, ist das wohl so. Ah, so einen großen Einfluss hat die Stadtbevölkerung darauf. Gut. Okay, euch bringen wir dann auch rüber und wir kriegen ein Geschenk. Warte mal, ihr landet erstmal hier, würde ich sagen. Von wem? Von Apulien. Okay. Apulien, was wollen die denn von uns? Die sind im Krieg mit Lokri, Hipponon und Sikulien. Ah, alles klar, die ahnen schon, was wir machen wollen. Die sind die Gegner von unserem zukünftigen Kriegsgegner. Die sind hier nämlich in einen Krieg verstrickt, wobei Sikulien ganz offensichtlich nicht helfen wird. Und das nächste Geschenk ist eingetroffen. Aus Gardir. Gardir liegt, glaube ich, hier unten. Das habe ich mir schon mal durch Zufall angeguckt. Das ist Gardir. Ja, nahezu unsere Nachbarn hier. Ne, sie sind sogar unsere Nachbarn. Ja, sehr schön. Das freue ich mich. Das ist eine schöne Form. Kann man fast Tribut bezeichnen. Der Freundschaftspflege. Und Apulien möchte dementsprechend auch einen Militärzugang. Erlauben wir auch. Das ist okay. So, wir sind bei 158. Ist gar nicht mehr so weit hin, aber wir haben ziemlich viel Geld. Und, was ist hier? Unterstützung zweier Fraktionen. Einige Probleme neigen dazu, die Versammlung zu spalten. Und keins mehr als das Thema Wirtschaftspolitik. Während es im Senat diskutiert wurde, trat Himilko Barca, der Gouverneur von Magna Graecien, aus der Barkiden-Familie, an unseren Suffeteran und bot die Unterstützung eines Großteils der Zivilfraktion an. Die Kosten dieser Unterstützung blieben unausgesprochen. Aha, das ist wieder diese Geschichte. Ja, gucken wir mal. Ich mache das mal wieder. Mal gucken, wie sich das mit den Gefallen weiter auswirkt. So, und Gardir. Ach, schaut mal, die schicken immer Geschenke, wenn sie dann Militärzugang haben wollen. Aber das nehmen wir dann an. So sind wir. Wir sind in der Tat irgendwie bestechlich. Kann man vielleicht so sagen. So, jetzt haben wir aber hier ein enormes
Was ist denn das? Was haben wir denn hier für ein Gewicht der Armee? Das ist ja krass. Sieht man irgendwo das Gewicht nochmal angezeigt? Einheitengewicht zählt 21,1. Und hier haben wir ein Einheitengewicht von 17,5. Das ist ja ein radikaler Unterschied. Wo liegt der massive Unterschied? Wir haben hier diese leichte Kavallerie. Also 2000 Elefanten haben wir da auch. 5000 schwere Infanterie haben wir auch. Der Unterschied ist nur die leichte Kavallerie. Aber ich sehe jetzt gar nicht. Zermürbungsgewicht minus 50%. Ah ja, die leichte Infanterie. Das ist doch tatsächlich der Unterschied. Oh ja, okay. Also wenn wir hier hinziehen, kriegen wir Probleme. Wir kriegen fast überall Probleme. Außer dort. Ja, komm, dann stationieren wir uns dort und ziehen dann im Zweifel irgendwie rein. So, wir sind bei 165. Redekunst. Bisschen Geduld also noch. Behandlung ist erfolgreich gewesen, sehr schön. Dank der hervorragenden Fähigkeiten von Esena Galesta ist die Genesung hat stattgefunden und er ist nicht mehr entzündet. Und das bedeutet eigentlich, dass er sein Charisma zurückbekommen hat. Sehr schön. Redekunst ist für uns doch wirklich die wichtigste Macht. Und da kann er uns wirklich weiterhelfen. Wobei, eigentlich, wartet mal, wir lassen eine Armee vorziehen und die zweite steht hinten. Und wir müssen sie einfach da positionieren. Hier kann sie doch stehen. Was mache ich hier für einen Aufstand? So, 173, wir haben es, 181. Der Moment ist gekommen. Wir werden einen Anspruch fingieren. Und wir müssen jetzt noch einen Monat warten, bis wieder ein Diplomat gesendet werden kann, damit es losgehen kann hier gegen Sikulien. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Das war unkorrekt. Hier, Krieg erklären. Nein, 4. März, 2 Tage noch. Jetzt geht es. Eroberung von Sikulien. Sie sind in einem Bündnis mit Lokri und Hipponion. Das stört uns aber gar nicht. Die sind selber gerade in einem Krieg beschäftigt. Das sollte kein Problem sein. Krieg wird erklärt. Und die Armee, wie geplant, wird einmarschieren. Und die andere steht gewissermaßen als Reserve dort bereit. So, sie schicken schon Soldaten dorthin. Es wird vermutlich blutig werden, denn... Ja, genau. Okay, sie kommen schon. Wir werden jetzt im Gewaltmarsch mit reingehen. Sie kriegen natürlich jetzt den Bonus, dort den Geländebonus. Oh, aha, sie unterbrechen. Okay, sie brechen ab, wollte ich sagen. Ja, dann würde ich ehrlich gesagt nicht so gerne da reinlaufen. Dann beobachten wir mal, wie sie jetzt agieren. Okay, sie ziehen in diese Provinz. Und dann? Was machen sie dann? So, was ist das? Wir importieren nicht länger Eisen nach Karthago. Das müssen wir uns angucken. Das ist wichtig, jetzt gerade auch für den Krieg. Karthago, so. Tatsächlich, wir haben das verloren. Können wir irgendwo anders Eisen kriegen? Ja, können wir. War das nicht der Ort, der gerade das beendet hat? Merkwürdig. Naja, haben wir uns das zurückgeholt. So weit, so gut. 21%. Okay, er marschiert auf unser Gelände zu. Das haben wir automatisch besetzt durch die Festung. Um diese beiden Provinzen müssen wir uns nicht kümmern. Die werden besetzt, wenn wir die Festung haben. Da oben diese kleine Festung. Die können wir mal angehen. Und ich bin mir nicht sicher. Ich wage es irgendwie nicht, diese Armee hier zu attackieren. Ich meine, wir haben zwar unsere Elefanten.
unsere Kavallerie, aber er hat einen 9er General. Das ist schon ganz schön stark. So, Emporien. Okay, sie möchten Farben importieren. Und das, vielleicht war das der Grund das letzte Mal. Nee, jetzt haben wir wieder plus 2. Hä? Das ist doch wirklich merkwürdig. Warum? Muss irgendwie ein kleiner Fehler gewesen sein. Naja, dann kann ich es ja jetzt doch machen. Plus 1 reicht uns natürlich als Bonus. So. Unschlüssig bin ich. Ich meinte, wenn die da irgendwas belagern, das spielt eigentlich keine so große Rolle. Bei Burgen wird es ein bisschen anders. Ich tendiere dazu, dass wir... Ja, von mir aus gehen wir auch den Weg. Erledigen wir mal diese 1000 Mann im Gewaltmarsch und gehen dann hier rüber auf die Insel. Die wollen auch dort nachrekrutieren, sehe ich. Das heißt, hier, das können wir durchaus unterbrechen mit eigenen Truppen. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Die ziehen sich da sogar zurück auf die Inseln. Ah, und die verbinden sich. Da kommen wir zu spät. Hier kommen aber unsere Verbündeten. Sehe ich das richtig? Ja. Mit einem 10er General. Warum nicht? So, ein Kind wurde geboren. Für uns in Suffit, sehr schön. Jetzt kommt es hier gleich zur Stadt. Oh, oh. Okay, ich sehe jetzt, es gibt einen großen Nachteil. An den habe ich nicht gedacht. Wenn Gegner hier uns belagern. Sie nehmen die Bevölkerung gefangen. Das ist ja eine Riesenstadt hier, sehe ich gerade. Allerdings, natürlich kommen die Sklaven, die kommen ja in ihr Gebiet. Das heißt, wenn man den Krieg gewinnt, dann kriegt man das am Ende irgendwie wieder. Aber trotzdem eine unschöne Sache, an die man denken sollte. So, wir greifen hier den Feind an. Die 1000 sind natürlich verloren, sehr schön. Und der Befehlshaber ist gefangen genommen worden. Ist aber nur ein 2er. So, die bleiben dort stehen, aber die können wir natürlich jetzt auf die Art und Weise... problemlos töten. So, und der Gegner zieht weiter auf unser Gebiet. Schon wieder das Eisenthema. Was ist denn hier los, Leute? Vielleicht sollten wir uns einen sicheren Eisen... Obwohl, jetzt haben wir das. Jetzt steht wieder gehandelt von Alpinisch Karnia. Aber trotzdem eine Handelsroute frei. Möglicherweise noch nicht richtig angezeigt. Warten wir noch mal einen Augenblick. So, da kämpfen wir jetzt wieder gegen die 1000. Der Gegner hat übrigens eine bessere Moral, als wir sie haben. Und auch hier haben wir den Befehlshaber gefangen genommen. Und wir ziehen jetzt mal hier hin. Oh, das geht nicht. Ja gut, dann... Wenn die sowieso das Gebiet hier ihr eigenes verlassen haben, dann marschieren wir da durch. Und gemeinsam mit den Verbündeten hier können wir vielleicht die gegnerische Armee angehen. So, bei der Belagerung sind wir immerhin schon bei 0%. Mal gucken, ob jetzt wieder ja, 2 Bewohner sterben. Ja gut, also das ist insofern doch ein deutlicher Nachteil, weil wenn sie sterben, dann kann man sie auch nicht zurückholen. Also man sollte... wirklich aufpassen, dass man die Gegner nicht randalieren lässt im eigenen Gebiet. Das ist jetzt doch eine wichtige Sache. Es existieren 3 offene Handelsrouten, sehe ich gerade. Wo denn noch? Ach so. Ah, nee, Quatsch. Nur 3 und wir können 4 haben. Ah ja, jetzt ist Eisen weg. Ich gucke nochmal. Und schon wieder ist alpinisches Karnia. Aber ich habe das Gefühl... Die sind unsichere Gesellen. Die lassen wir mal sein. Haben wir denn selber Eisen? Ja. Nee, das ist Südsardinien. Nur einmal. Das läuft ja. Nee, wir haben ansonsten... doof. Ich würde gerne Eisen haben. Wer ist denn hier noch da? Man sieht auch, ob es knapp ist hier mit den Beziehungen, aber alle anderen wollen auf keinen Fall hier. Na gut, dann probieren wir es eben nochmal. Vielleicht reicht es ja doch. So, er sagt hier, wir gewinnen.
Wegen des 10er Kommandanten, aber die sind doch deutlich weniger. Das Gelände ist vorteilhaft. Naja, okay. Das wäre ja sehr schön. Dann können wir mit unserer Armee dort kurzen Prozess machen dann. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die da gewinnen wollen. Aber gut, wir kommen vielleicht noch rechtzeitig zur Hilfe. Okay, sie haben nicht gewonnen. Und die Schlacht, die, glaube ich, sollten wir nicht unbedingt schlagen. Aber es ist zu spät. Ich habe sie leider reingeführt, weil ich dachte, wir können noch hier zur Verstärkung kommen. Jetzt könnte es zu einer unschönen Situation kommen, zu einer unschönen Schlacht. Aber erstmal haben wir hier ein Ereignis, sprachlos. An diesem Morgen wandte sich Jutpan Hanid, das ist der Admiral der dritten Flotte, ein Schwächling, aus Gründen von geringer Wichtigkeit an das gute Volk von Karthago, hat dabei allerdings kein Wort herausgebracht. So, wenn wir eingreifen würden, würden wir sicherlich die Dankbarkeit von Jutpan erhalten. Da würden wir Karthago bei Stabilität verlieren. Nö, wisst ihr was, der Typ ist uns völlig egal, den wollen wir eh absetzen. Genießt einfach den Anblick, genau, wir freuen uns. So, hier kommt jetzt die Schlacht und was passiert hier? Aufforderung des Militärs. Eine Gruppe Senatoren, die der Militärfraktion angehören, haben Mahabal Gerbalid darum gebeten, das ist der Admiral der ersten Flotte, ihre Interessen zu vertreten. Sie behaupten, dass sie zunehmend unzufrieden mit der Richtung, die unsere große Nation einschlägt, sind und haben nun ein Ultimatum gestellt. Sie fordern, dass wir uns um den schrecklichen Zustand der Senatskammer kümmern. Was für eine Senatskammer? 446? Oder die Militärfraktion unterstützt uns nicht. Was geht denn hier ab? Die ist relativ stark, die Militärfraktion. Aber die Religionsfraktion ist deutlich stärker. Wir ignorieren das Gejammer. Wir wollen nicht, dass viele Geld verlieren. So, die Schlacht tobt nebenbei weiter. Und sie sieht doch gar nicht so schlecht aus. Obwohl wir die Terrainstrafe haben, scheinen sich hier unsere Elefanten durchzusetzen, oder? Der Gegner bekommt systematisch mehr Schaden. Ja, wir sind siegreich. Oh ja, das ist 3000 gegen 6500. Hervorragend. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie zurückerobern und dann die gegnerische Armee jagen. Aber liebe Leute, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut, euer Steinwall.